Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gern zeigen, welche Zitruspflanzen wir hier in unserem Garten haben. Wir wohnen auf relativ hoher Höhe, das heißt, Zitruspflanzen würde man bei uns gar nicht vermuten. Aber hier im Hintergrund siehst du bereits ein Zitronenbäumchen. Das ist der neueste Zuwachs in unserem Garten, der neueste Gast. Und dieses Zitronenbäumchen wird im Winter natürlich drinnen stehen, da wird es zu kalt. Aber jetzt im Sommer ist es schön warm und die erste Zitrone ist auch schon gerade dabei zu reifen. Und eine zweite Zitrone, eine große, ist auch schon drauf. Ich zeige dir das nachher genauer. Und wir werden uns heute vier verschiedene Zitrusarten anschauen. Das eine ist das Zitronenbäumchen hinter mir. Das zweite ist eine Mandarine, die aus dem Kern gezogen worden ist. Das dritte ist eine Bitterorange. Ich erzähle dann noch mehr darüber. Und das vierte ist ein Sichuan-Pfeffer. Klingt nicht so, ist aber auch eine Zitrusfrucht. Und auch darüber erzähle ich später mehr. Und jetzt beginnen wir mal beim Mandarinenbäumchen, das, wie gesagt, aus dem Kern gezogen ist und eigentlich Spaßprojekt ist. Mandarinenbäumchen kommt bei uns kaum zum Blühen, aber ist jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren oder sogar mehr bei uns und darf natürlich bleiben. Und da ist es auch schon mitten im Grün, das Mandarinenbäumchen, das mit seinem Alter von eben etwa 10 Jahren einen guten halben Meter hoch ist und jedes Jahr wieder schöne neue Blätter ausbildet. Ich finde dieses Mandarinenbäumchen einfach ästhetisch schön. Es haben sich auch hier unten hat sich dieser vierblättrige Sauerklee angesiedelt, der immer wieder rosarot blüht. Das Mandarinenbäumchen selbst hat auch schon einen ganz guten Stamm. Da hier unten. Aber es wird natürlich jetzt kein großer Mandarinenbaum werden. Mandarinen gehören zu den Zitrusgewächsen, die wirklich ziemlich viel Wärme, ziemlich viel Sonne brauchen und auch natürlich im Winter draußen stehen möchten. In Klimazonen, wo es nicht oder nur ganz, ganz wenig friert. Bei uns ist ein Mandarinenbäumchen tatsächlich im Garten eben nur ein kleines Deko-Element. Ich nehme nicht an, dass der bei uns hier jemals wirklich blühen wird. Als nächstes kommen wir zu diesem Zitronenbäumchen. Du siehst es hier herunten. Ich gebe meinen Finger dazu, damit du einen Vergleich hast. Hier herunten, dieser Stamm ist schon deutlich dicker als der des Mandarinenbäumchens. Und hier ist bereits eine Zitrone reif. Und dieses Zitronenbäumchen erstreckt sich da noch nach hinten. Das ganze dunkle, glänzende Laub gehört zum Zitronenbäumchen dazu. Und hier durch diese Lücke, ja genau, da ist schon die nächste Zitrone, die ist rund. Und ich bin selbst gespannt, ob dieser Zitronenbaum, es kann nämlich sein, dass der doppelt veredelt ist. Der ist eben, wie gesagt, dieses Jahr das erste Mal bei uns mit dabei. Und es kann sein, dass diese Seite lange, dünne Früchte macht und die andere Seite die üblichen runden Zitronen. Es kann auch sein, dass diese Zitrone hier einfach ein bisschen seltsam gewachsen ist und in Wirklichkeit alle runde Früchte bekommen. Also ich bin wirklich gespannt. Bei der quasi nicht vorhandenen Beschreibung zu diesem Bäumchen war nichts dazu zu lesen. Ich bin deswegen wirklich gespannt. Noch eine Kleinigkeit zum Kaufen von Zitronenbäumchen. Dieser Zitronenbaum hat 50 Euro gekostet, war aber wirklich, der war in keinem guten Zustand, als ich ihn gekauft habe, denn er wurde als Spalier-Zitronenbaum verkauft. Und diese wunderschönen, traumhaften, langen Äste waren alle auf diese Größe eingerollt. Alle, auch mit den beiden Zitronen, die damals schon da waren, aber noch nicht so weit wie jetzt. Mit allen diesen kleinen Zitronen, die hier an der Spitze, ich fahre da mal näher hin, damit du das siehst, das sind auf diesem Bäumchen sind tatsächlich schon viele Zitronen drauf. 10 oder 15 ungefähr. Da hinten ist auch eine etwas größere schon, mittelgroße, die auch so länglich ist. Aber das heißt nichts, die kann noch dick werden. Aber jedenfalls, dieser ganze Baum, der hier jetzt
gut einen Meter hoch ist tatsächlich schon, war zusammengeschrumpft und zusammengerollt. Die Blätter waren, die Äste waren zusammengerollt auf nicht einmal einen halben Meter. Und das tut dem Bäumchen natürlich nicht gut. Glücklicherweise habe ich ihn in einem Stadium gekauft, in dem das kein Problem ist, weil er offenbar noch nicht lange im Geschäft gestanden ist. Ist alles noch in Ordnung, ist alles noch gesund und kräftig. Aber er war ziemlich preisgünstig, weil andere Zitronenbäumchen in dieser Größenordnung kosten mindestens doppelt so viel. Also diese Verunstaltung ist mir im Geschäft gar nicht aufgefallen. Möchte ich nur darauf hinweisen, wenn du solche Spalier-Zitronenbäume finden würdest in deinem Geschäft, dann schau dir das an, vielleicht sind auch da die Blätter und also die Äste verbogen und du kaufst in Wirklichkeit einen doppelt so großen Zitronenbaum, den du dann sogar auch noch retten kannst, weil der wird dann einfach auseinandergerollt, alle Befestigungen abgenommen, auseinandergerollt, ist ein super Zitronenbaum, ist, wenn du ihn im richtigen Stadium erwischt, kräftig und wird dir sicher viele Zitronen bringen und das auch noch zu einem günstigen Preis. Und der Baum freut sich, wenn er endlich so wachsen darf, wie er gerne wachsen will. Hier möchte ich dir nur ganz kurz zeigen, das sind unsere Kürbisse. Wenn du dich erinnern kannst an die Gartenrunde vom Juni, dann waren es noch relativ kleine Pflänzchen. Ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass die bald übers Hochbeet hinauswachsen. Es ist jetzt soweit. Also da hinten im Hintergrund siehst du, wo sich die auf der anderen Seite übers Hochbeet erheben. Und das sind wirklich unglaublich gewaltige Pflanzen. Da hängen sie am Apfelbaum, sind ungefähr 5 bis 6 Kürbisse, die von selbst aufgegangen sind, von Kürbissen aus den letzten Jahren. Ja, das wollte ich dir nur kurz zeigen. Und jetzt senke ich hier die Kamera auf die Bitterorange. Das ist dieser, ist ein zarter Strauch, da ist auch ein Ast davon, daneben ist eine männliche Brennnessel und dieser Ast geht ein bisschen weiter. Also dieser Bitterorangenbaum ist ungefähr einen guten Meter hoch, da unten ist sein Stamm, den habe ich tatsächlich über eBay gekauft und muss sagen, ich war sehr, sehr begeistert von der schnelle Lieferung, von der Qualität der Verpackung. Also dem ist wirklich absolut nichts passiert unterwegs, obwohl er so ein zarter Baum ist. Und der Bitterorangenbaum steht hier direkt in der Erde, nicht in einem Topf, denn der hält bis zu minus 20, vielleicht sogar minus 25 Grad aus im Winter. Und bei uns kann das passieren, dass es so kalt wird. Also minus 25 ist wirklich selten, aber minus 20 kann passieren. Und möglicherweise werden wir ihn für den Winter tatsächlich ein bisschen schützen, aber zu viel Schutz ist da nicht möglich und einen normalen Winter mit minus 10, 15 Grad sollte der wirklich problemlos aushalten. Hat, finde ich, wirklich schöne Blätter, diese dreigeteilten Blätter. Hat die typischen, für Zitrusfrüchte typischen Stacheln da an ja, vielen, vielen Teilen seiner Äste und er bekommt orangenfarbene runde Früchte, die aber nur in etwa so groß sind und im Vergleich zu einer normalen Orange sehr bitter schmecken. Allerdings schmeckt der Saft dieser Früchte ähnlich wie Zitronen. Das heißt, wer einen Bitterorangenbaum hat, der schon blüht, das macht dieser leider noch nicht. Ich hoffe, nächstes oder übernächstes Jahr ist es soweit. Aber wer einen Bitterorangenbaum hat, der schon blüht und Früchte bildet, der hat einen Zitronenersatz. Und außerdem können diese Früchte für Orangenmarmelade verwendet werden, die dann etwas bitterer ist als die übliche Orangenmarmelade. Der einzige Nachteil ist, die Früchte haben wirklich ganz, ganz viele Kerne. Das bedeutet zwar, du kannst Bitterorangen dann mehrere ziehen, wenn du einen Baum hast. Auf der anderen Seite ist es aber etwas schwieriger, die Marmelade zu machen, weil du eben die Kerne entfernen willst, wenn du sie entfernen möchtest. Also ich würde sie entfernen möchten. Ich mag das nicht, wenn so große Kerne irgendwo drinnen sind.
Bitterorangenbäumchen ist, wie gesagt, winterhart bis zu minus 20 Grad, vielleicht sogar minus 25, und darf deshalb hier draußen stehen. Und ich bin wirklich gespannt. Er ist seit 2 Monaten ungefähr bei uns und hat sich wirklich gut eingelebt. Ich sehe, ich muss ihn wieder mal ein bisschen befreien von diesen anderen Pflanzen und Früchten, die hier bei uns wie wild wuchern. Das hier ist der sonnigste Platz auf unserem Grundstück. Den hat der Bitterorangenbaum. Und ja, ich hoffe, er fühlt sich wohl und wird vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann auch schon blühen. Ich zeige dir das natürlich. Und jetzt sind wir hier in einem weiteren sehr sonnigen Eck. In unserem Garten. Und hier steht der Seeschwarmpfeffer. Der Seeschwarmpfeffer ist ein Zitrusgewächs. Und du siehst, die Blätter sind zwar öfters gefiedert, aber sie haben genauso wie die Mandarine, wie die Orange und wie die Bitterorange dieses ledrig glänzende Aussehen, vor allem die älteren. Und auch der Seeschwarmpfeffer hat hier Stacheln. Also das haben auch alle drei anderen Arten, haben diese Dornen und oder Stacheln oder und oder Stacheln. Sind sehr wehrhafte Pflanzen. Diesen Seeschwarmpfeffer habe ich aus dem Samen gezogen. Und den aus dem Samen zu ziehen ist gar nicht leicht. Wir haben ein Päckchen mit ungefähr 50 Samen gekauft und ein einziger, nämlich dieser, ist tatsächlich aufgegangen und ist was geworden. Und ich freue mich sehr darüber. Mittlerweile habe ich geschaut, es gibt diese Samen nicht mehr so leicht zu kaufen. Also wahrscheinlich gibt es noch irgendwo, aber es ist nicht mehr so leicht zu finden. Vermutlich, weil Leute sich einfach beschwert haben, dass die nicht aufgehen. Tatsächlich sind sie einfach wirklich schwer zu ziehen. Und dieser Seeschwarmpfeffer wollte eigentlich auch nicht. Also ich habe schon aufgegeben mit meinen Massen von Seeschwarmpfeffern, auf die ich gehofft habe. Und habe in den Topf schon was anderes gepflanzt. Ich glaube einen Kürbis oder sowas. Und plötzlich sehe ich einen kleinen Keimling, der ausgesehen hat wie die Mandarinenkeimlinge damals vom Mandarinenbäumchen, und da dachte ich mir, das ist er jetzt, und er war es tatsächlich. Und das ist jetzt der Seeschwarmpfeffer, den ich hege und pflege hier. Der ist jetzt im, muss nachdenken, dritten oder vierten Jahr, und mittlerweile hat er auch schon ganz schön Körper. Also er steht da am Abhang ein bisschen weiter unten, aber ich schätze, er ist schon einen guten Meter hoch. Und ich hoffe wirklich sehr, dass er nächstes Jahr dann das erste Mal blühen wird. Der Seeschwarmpfefferfrüchte sind ganz kleine, vielleicht einen halben Zentimeter Durchmesser messende Kügelchen, die ein sehr hübsches Rosa haben. Auch die Blüte ist sehr schön. Und diese rosa Schale enthält, so wie den anderen Zitrusfrüchte auch, diese Speicher von ätherischen Ölen. Und das ätherische Öl des Seeschwarmpfeffers ist nicht wie bei Zitronen zum Beispiel oder bei Orangen sauer, sondern scharf, beziehungsweise scharf-sauer. Und deshalb werden die Schalen getrocknet, diese rosaroten Schalen, und zu Pfeffer dann vermahlen und können ganz normal wie Pfeffer verwendet werden. Die Kerne selber werden nicht für Pfeffer verwendet und eben leider auch nur sehr schwer zum Nachzüchten von Seeschwarmpfeffer. Aber ich habe jetzt den Tipp bekommen, dass offenbar Seeschwarmpfeffer sich relativ gut mit Ablegern vermehren lässt. Meinem Seeschwarmpfeffer lasse ich noch ein bisschen Zeit. Der ist zwar jetzt mittlerweile schon recht kräftig, aber ich möchte ihn nicht überstrapazieren. Und nächstes Jahr, wenn da wieder aus jeder dieser Knospen noch mehr Seitentriebe kommen, werde ich aber dann einmal einen Ableger davon probieren und werde dir natürlich auch zeigen, welchen Erfolg ich damit habe. Wäre natürlich wunderbar, wenn das mit Ablegern funktionieren würde, da das ja wirklich schwierig ist, aus den Kernen, aus den Samen da etwas zu ziehen. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei für dich. Ach, Seeschwarmpfeffer ist auch winterhart. Also deshalb steht er auch hier in der Erde.
Ist winterhart, braucht natürlich wie alle Zitrusfrüchte möglichst viel Sonne, aber der hält auch minus 15, minus 20, vielleicht minus 25 Grad problemlos aus und der hat es bei uns auch schon über 2 bis 3 Winter, ich glaube es waren 3 Winter schon, hat er das schon bewiesen. Also wirklich ein Zitrusgewächs, das in unseren Breiten hier tatsächlich gut wachsen kann und sogar bei uns auf unserer Höhe. Und ich danke dir sehr herzlich fürs Zuschauen und vielleicht, falls du überlegst, Zitrusgewächse in deinen Garten zu nehmen, im Winter drinnen, so wie Zitronen oder Mandarinen oder auch im Winter draußen, wie Bitterorangen oder Sichuanpfeffer. Ich hoffe, vielleicht hast du wichtige und für dich wertvolle Informationen bekommen.